Raminer und Schilcher sind die wahren Schätze der Südost- und Weststeiermark. Wenn man an die Steiermark denkt, dann denkt man automatisch an die südsteirische Weinstraße. Aber welche Weingeheimnisse finden sich abseits dieses Weges? Und wie schmeckt der Wein aus den anderen Regionen? Die Weine haben natürlich ein anderes Maß oder einen anderen Bedarf an Zeit. Das sind keine Winophilen Quickies. Das sind Marathonläufer. Marathonläufer starten langsamer. Aber nach hinten heraus haben sie einfach ein Potenzial für die Ewigkeit. Und langlebig sind nicht nur die Traditionen, sondern auch das Weinjahr mit seinen Festen, die in der Südost- und Weststeiermark besonders gefeiert werden. Viele erloschene Vulkane, auf denen oft Burgen thronen, prägen das Gebiet. Die Landschaft wird von kleinen Weininseln dominiert. Die Südoststeiermark lässt sich in zwei Großlagen unterteilen. In das steirische Vulkanland und das oststeirische Hügelland. Maria Lichtmeß bei Hartberg, in der nordöstlichsten Ecke der Südoststeiermark. Hier wird altes Weinbrauchtum gepflegt. Dabei treffen sich die Winzer der Römerweinstraße, um ihren neuen Jahrgangswein einer ersten Feuerprobe auszusetzen. Auf einen guten Urbanus! Unser Urbanus ist eine wunderbare Weinmarke, die eben unsere Gegend und unsere Region widerspiegelt. Er bezieht sich auf den Papst Urban I., das war ein uralter Papst, der im Jahr 230 sein Pontifikat hatte. Und ich freue mich da unwahrscheinlich, dass wir eben diesen Wein in unserer Region als wirkliche Einzigartigkeit produzieren können. Servus zum Alle, aus dem Urbanus. Der Urbanus ist eine Regionalmarke, die von den 24 Mitgliedsbetrieben entlang der Römerweinstraße kreiert wurde, um sich als Gemeinschaft eine eigene Identität zu schaffen. Damit wollen sie sich von anderen Gebieten abheben, in denen ebenfalls Wein angebaut wird. Die römischen Spuren finden sich auf der gesamten Weinstraße. Wein war bei den Römern ein bedeutender Handelsfaktor und wurde schon ab dem 1. Jahrhundert nach Christus in weite Teile der Welt exportiert. Ihre Nachfahren, die Urbanus-Winzer, bringen jedes Jahr voller Stolz ein bisschen Licht ins Dunkel der alten Weinkeller, um den jungen Jahrgang zum Schwingen zu bringen. Unser Urbanus ist ein leichter und trockener und duftiger Wein, der eben unserer Region entspricht. Das produzieren wir alle Jahr, da brauchen wir nichts künsteln, sondern das sind unsere Weine. Das kann ein Mischsatz sein, das kann ein leichter, trockener Wein sein, das kann auch in vielen Strukturen, auch als Blend, viel, viel Freude machen. So kann es sein, dass der Urbanus bei jedem Weinbauern eine ganz eigene Geschmacksrichtung aufweist. Sehr zum Wohl. Prost. 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 Danke. Alles, alles Gute. Alles Gute. Sehr zum Wohl. Auf den neuen Urbanus. Danke. Danke. Frühlingserwachen im Vulkanland. Wettermäßig wird die Südoststeiermark durch den Übergang vom trockenen, heißen pannonischen Klima zum feuchtwarmen Mittelmeerklima geprägt. Langsam tritt der Saft wieder in die Weinreben. Und es beginnt ein unaufhaltsamer Wachstumsprozess, mit dem die Natur den Stillstand des Winters beendet. Die Rebstöcke entziehen ihre Kraft den warmen Böden aus Vulkanerde, Basalt, Sand, Lehm und Verwitterungsgestein. Über 40 erloschene Vulkane prägen das Landschaftsbild, welche dem Gebiet Eigenart und Namen verleihen. Das Vulkanland ist von unzähligen Kleinstbetrieben geprägt, von denen nur die wenigsten allein vom Weinbau leben. Aus einem der erloschenen Vulkane, in Klöch, wird eine Rebsorte mit besonderem Flair angebaut, der hocharomatische Traminer, der Wein mit dem Duft der Rose. Der Gewürztraminer ist nach wie vor einer der Hauptrebsorte vom Traminer her in Klöch. Hier sieht man einen schönen Gewürztraminerstock, diese rotbraune Beere, also ist ziemlich immer am spätesten reif und der Name Gewürztraminer kommt nicht von ungefähr. Beißt man da in diese Beere rein des Gewürztraminers, das ist wirklich so würzig,
Ich glaube, das kennt man sofort auseinander. Und das geschmacksintensive Bild, das der Gewürztraminer hat, das ist eigentlich unverwechselbar und hat gleich groß gemacht und wirklich weltrum verholfen. Einmal jährlich feiert Klöch ausgiebig den Frühling. Ende Mai beim Traminer Open präsentieren 15 Winzer ihren Traminer. Der ist eine der Urrebsorten, die ihre genetischen Spuren in vielen anderen Sorten hinterlassen haben. Er duftet intensiv nach Rosen, Veilchen und Lavendel und kann kräftig im Alkohol bei nicht allzu hoher Säure werden. Aufgrund seines Dufts, seiner Süße und Intensität sagt man ihm nach, dass er besonders bei Frauen beliebt sei. Also ich glaube, nur das mit dem Frauenwein darf man nicht so sehen, denn der Traminer hat ja eine der größten Vielfalten an sich. Es gibt ihn von trocken, vom Barrique ausgebauten Traminer bis hin eben zum Prädikatswein. Also so eine Vielfalt an Ausbaumöglichkeiten gibt es kaum bei einer anderen Rebsorte. Und da hat der Traminer überall den passenden Moment als Aperitif bis als universeller Speisebegleiter eben. Ein Beispiel für ein gutes regionales Miteinander von Wein und Genuss ist die Vulcano Fleischwarenmanufaktur in Feldbach. Die Schweine für den Schinken stammen allesamt aus der eigenen Zucht. Sie werden speziell gefüttert und sind das Ergebnis einer Kreuzung aus Duroc und Edelschweinen. Hinter der Idee, Europas besten Schinken zu produzieren, die vor mehr als 10 Jahren geboren wurde, stecken 4 engagierte Bauern und ein ausgezeichneter Fleischermeister. Regionale Schweine, Edelschwein, fast immer die Mutterlinie, die werden sehr schwer herangefüttert und aus diesen schweren großen Schweinen werden dann unsere Schinken herangereift. Und für uns ist ganz, ganz wichtig, wir verwenden nur Meersalz oder Steinsalz und einige Gewürze wie Koriander, Wacholder und Pfeffer und sonst nichts. Wir wollen den feinen Geschmack, Fleisch oder über 100 Aromastoffe in sich, den wollen wir hervorheben. Und das passiert durch eine sehr, sehr lange Reifung bei hohen Temperaturen in diesen Reifekammern. Also mindestens 15 Monate reift dieser Vulkanerschinken heran. Und der eignet sich besonders für Rollgerstelsuppe mit Schinken. Wein wird auch gerne für die Zubereitung von Suppen verwendet, wie bei diesem Gericht. Das Gemüse bringt die vegetabilen Aromen ein. Durch Anbraten kommen noch Röstnoten dazu. Wird mit Suppe aufgegossen und aufgekocht, vermengt sich alles seinem gesamten Geschmacksbild. Sellerie zum Beispiel ist empfänglich, mit der Primärfrucht des Weines eine Fusion einzugehen. Und auch Rohschinken ist ein harmonischer Weinpartner. Die Säure des Weines bringt das gewisse Etwas ein. Serviert mit einem trockenen Traminer, mit so einer einfachen Suppe zum Geschmackserlebnis. Der zu diesem Gericht empfohlene gelbe Traminer ist eine fast verschwundene Spielart des Traminers in der Südoststeiermark. Es wird jetzt viel auch der gelbe Traminer ausgepflanzt. Das ist eine lustige Geschichte. Früher hat es ihn ja auch schon ganz stark verbreitet gegeben, diesen gelben Traminer. Ist in den 80er Jahren aber wieder etwas verschwunden. Aber zum Glück sind einige Edelreiser, also Setzlinge, dann auch in andere Gebiete der Steiermark gekommen. Und dort haben wir Winzer wieder diese Edelreiser gefunden und haben die wieder nach Klöch zurückgebracht sozusagen und haben ihn wieder ausgepflanzt. Und der gelbe Traminer hat momentan eine Renaissance, das ist unglaublich. Also er hat ein feinfruchtiges Bouquet, Zitrusnoten, exotisch, vor allem eine sehr schöne Säurestruktur. Und viele Nicht-Traminer-Trinker werden mit diesem gelben Traminer auch überzeugt. Doch nicht nur die Klöcher wissen, was sie am gelben Traminer haben. Der gelbe Traminer wird vorwiegend in Deutschland und in Amerika exportiert, etwas auch im asiatischen Raum. Und in New York, da findet er so großen Anklang, dass wir eigentlich fast zu wenig an Wein haben. Denn das ist so einzigartig, das kennt man da drüben fast nicht. Und das findet einen guten Anklang und da sind wir natürlich stolz drauf. Amerika ist heute für den Weinexport sehr wichtig, hat aber in der Weingeschichte Europas nicht immer eine gloriose Rolle gespielt. Eine der größten Katastrophen war die Reblaus,
die vor ca. 150 Jahren durch den Import von Rebstöcken von der amerikanischen Ostküste nach Europa kam und fast die gesamten europäischen Rebflächen vernichtete. In den 1950ern ist ein neuer Schädling aus Amerika angekommen, der sich jetzt von Süden her in den Weinbaugebieten verbreitet. Die amerikanische Rebzikade überträgt eine für Rebstöcke bedrohliche Krankheit, die Flavescence dorée oder goldgelbe Vergilbung. Ein Team der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit untersucht die Lage. Mhm. Zuflug geht langsam zu Ende. Wir werden die Tiere aber trotzdem im Labor noch analysieren. Die amerikanische Rebzikade ist der Überträger der gefährlichsten Rebkrankheit, die es derzeit in Europa gibt. Die Tiere kommen in großen Zahlen in den südosteuropäischen Ländern vor. Sie wandern gerne entlang von Flussläufen und kommen hier entlang der Donau, entlang der Drau, der Mur. Und hier erwischen wir sie seit dem Jahr 2004, wo wir sie zum ersten Mal in Österreich festgestellt haben. Gefährlich an den Insekten ist, dass sie über Bakterien eine Krankheit verbreiten, die immensen Schaden anrichten kann. Wenn diese Rebzikade auf der Rebe landet und auf einer erkrankten Rebe am Blatt saugt, nimmt sie diese Bakterien auf, vermehrt im Inneren, in der Speicheldrüse. Und nach einer gewissen Zeit, wenn genügend Bakterien in der amerikanischen Rebzikade drinnen sind und sie springt zu einer gesunden Rebe, saugt wieder, gibt sie dort die Bakterien ab. Und so wird diese Krankheit sehr stark und explosionsartig im Weingarten verbreitet. Und man sieht hier die Folgen dieser Erkrankung. Die Blätter bei Weißweinsorten vergilben sehr stark im Vergleich zu einem gesunden grünen Blatt. Und auch die Beeren selbst werden geschädigt. Sie verlieren ihren Turgor, sie werden ganz schlaff. Sie reifen nicht aus, bleiben sauer und bitter. Besonders strenge Vorschriften gelten für jene Gebiete, in denen die Krankheit zum Ausbruch kommt. In einem Umkreis von 5 Kilometern wird eine Sicherheitszone eingerichtet. Die befallenen Rebstöcke werden markiert und müssen unverzüglich gerodet werden. Um den Winzern bei Problemen im Weingarten zu helfen, betreibt das Land Steiermark eine landwirtschaftliche Versuchsanstalt in Heideck. Diese führt ein eigenes Weingut in Glanz an der Weinstraße. Dort befasst sich Wolfgang Renner damit, wie man Winzern bei der Bekämpfung von Rebkrankheiten helfen kann. In einem Versuchsweingarten werden Gegenstrategien, unter anderem gegen Schädlinge oder auch gegen Pilzerkrankungen wie Mehltau, entwickelt. Angesichts des starken Trends zu Bio ist man in der Institution bemüht, neben den konventionellen auch alternative Methoden zur Schädlingsbekämpfung zu entwickeln. Wussten Sie eigentlich, dass Nero, Prior, Cabernet Carbon, Cabernet Jura oder Monarch Rebsorten sind? Die Landesversuchsanstalt testet in ihren Weingärten laufend neue Sorten, die dann in kleinen Versuchsmengen vinifiziert werden. Hinter diesen Namen verbergen sich neu gezüchtete Traubensorten, die widerstandsfähig gegen Pilzkrankheiten sind, die sogenannten Piwis. Denn seit rund 140 Jahren gibt es Bestrebungen, Rebsorten zu entwickeln, die ertragreich und widerstandsfähig gegen Krankheiten sind und geschmacklich mit den alteingesessenen Sorten mithalten können. Das ist eine Züchtung von Cabernet Sauvignon mit Resistenzpartnern. Das Gute an dieser Rautensorte ist, dass sie kein Malvidin-3,5-D-Glucosat drinnen hat. Das heißt, das ist dieser Direkträger-Farbstoff. Und aufgrund dessen ist sie zugelassen zum Anbau bei uns. So, wir probieren jetzt als ersten Weißwein, den Cabernet Blanc. Das ist eine Schweizer Züchtung von Valentin Platner. Das ist der gleiche Züchter, der auch den Cabernet Jura gezüchtet hat. Grüner Paprika, Brennnessel, Grassig. Einmal im Jahr werden Weinbauern eingeladen, um sich im Weingarten von den neuen Sorten ein Bild zu machen. Danach werden die Weine verkostet. Bis sich eine Sorte wirklich durchgesetzt hat, dauert es oft viele Jahre.
Auch in der Südoststeiermark ist der Trend zu Bio unübersehbar. Manche Bio-Winzer haben eine andere, eigene Sichtweise über den Wein, wie zum Beispiel Freddy Ploder in St. Peter am Ottersbach. Für uns heißt Bio, sich rückzubesinnen, was ist unsere Basis. Und unsere Basis sind die Böden, die da nicht irgendwie mit Dünge, Nährsalzen aufpeppert werden, an der Nadel hängen wie Fixer. Und die Pflanzen, die darauf wachsen, die nicht mit synthetischen und systemischen Pflanzenschutzmitteln behandelt sind. So, das Verankerte, das Terrestrische, mit der Erde verbunden, wir schöpfen auch selber da drauf. Wir sind in Personalunion der Traktorfahrer, der Leser, der Schrupper im Kellerboden, der einen Tank auswascht, der aber gleichzeitig halt auch Bescheid was drüber, wie wird Pflanzenstärkung betrieben, wie herrschen Wuchsgesetze, wann sind optimale Zeitpunkte zu ernten, wie gehen wir im Keller damit um, wie führen wir Gärungen, das machen wir auch. Und dazwischen drin steht der Weinstock, verwurzelt mit dem Boden, der nicht beeinflusst sein soll von der Petrochemie. Dort drinnen steht die Pflanzen mit ihren grünen Blättern, die assimiliert. Die wollen einfach nur viel Sonne haben. Die wollen assimilieren, die wollen in der Beere drinnen Zucker bilden. Diese Beere begleiten wir in den Keller. Der Chardonnay oder Morillon, wie man in der Steiermark sagt, ist für Freddy Ploder die Herausforderung, weil er einerseits als Allerweltswein gilt, andererseits aber Spitzenqualitäten ermöglicht und in der Region sehr weit verbreitet ist. Für uns ist Morillon eine Herausforderung, weil es so banal ist und weil jeder glaubt, das ist Allerweltswein. Für uns ist es eine Herausforderung, dass man aufzeigt in unserem Landstrich, hoppala, Morillon bietet schon vom klassisch steirischen, tänzelnden, leichten bis zum opulenten, wuchtigen, vielschichtigen Langstreckenlaufen das ganze Spektrum. Auch so der Kontext, ich sitze da nicht ums Gefähr, so bei dieser Eiche da. Da ist es auch Rebe küsst Eiche. Die werden geboren in Holz und werden auch gelagert in Holz. Aber bevor die Trauben in das Eichenfass kommen, müssen sie selektioniert werden. Der Sortiertisch ist eines der wichtigsten Instrumente des Winzers geworden. Hier wird alles herausgeklaubt, was nicht in die Vergärung kommen soll. Und dann das Dritte ist es so, wo wir bei Weißwein auch sagen, wir wollen ein halbes Jahr oder länger oder kürzer, das werden wir ausreizen, die Schale mit dem Soft, mit dem Alkohol, mit den Säuren, mit sämtlichen Weinbestandteilen in ein Gefäß unter der Erde oder ober der Erde heranreifen lassen. Ohne irgendwelche Zutaten. Einfach sich selbst überlassen. Ploder und Sohn gehören zu mehreren Winzern in Österreich, die ihre Weine in Tonamphoren ausbauen. Amphoren habe ich das erste Mal entdeckt, wie ich persönlich in Georgien war. 2006 war das. Und auch Weine zu probieren gekriegt habe. Und das mich total fasziniert hat. Und die Georgier, die arbeiten schon lange damit, so wie wir die Mitteleuropäer mit Holzfässern früher gearbeitet haben, arbeiten die Georgier seit Tausenden von Jahren mit diesen Tongefäßen. In Georgien nennen sie sie Quarelis. Auch hier ist Sauberkeit oberstes Gebot. Um einen guten Amphorenwein zu bekommen, darf nur absolut gesundes Traubenmaterial verwendet werden. Bei den Amphoren ist das Risiko natürlich höher, einen Wein auszubauen, weil wir nichts machen. Wir legen die Trauben, die Maische rein, verschließen das. In der Gärungsphase tauche ich das hin und wieder unter, damit einfach der Soft mit den Schorlen besser vermischt ist. Wir geben da nichts dazu, also ist das Risiko höher, dass das sich in Essig entwickelt. Ich habe keine Temperatursteuerung, ich kann das nicht regeln, ich kann das nicht kühlen, ich kann das nicht wärmen. Es kann passieren, dass die stecken bleibt. Also das Risiko daraus, einen tollen Wein zu gewinnen, ist natürlich höher. Hochsommer in der Weststeiermark. Ein wichtiges Weinfest. Ende Juli, am Jakobi-Wochenende, huldigt Deutschlandsberg dem Schilcher mit einem Schilcherberg in Flammen. Die Weststeiermark ist Schilcherland. Mit nur 500 Hektar Weinbaufläche ist sie das kleinste Weinbaugebiet der Steiermark. Fast drei Viertel aller Anbauflächen werden derzeit von einer einzigen alten Rebsorte dominiert, dem Blauen Wildbacher, Tendenz steigend. Die Traube ist eine Rotweinsorte, aus der jedoch lachsfarbener Rosé, der Schilcher, erzeugt wird.
400 vor Christus kultivierten angeblich schon die Kelten den blauen Wildbacher. Eine Eigenheit der Sorte ist die kräftige Säure. Hemdspreizer, Rabiatperle oder Heckenkläscher nennt ihn der Volksmund. Ja, es gibt eine Anekdote, dass vor Jahrhunderten ein italienischer Papst, den Maria Lankowitz ein Schilcher kredenzt hat bekommen. Und er hat gemeint, ihm wurde ein rosaroter Essig kredenzt. Mittlerweile hat sich natürlich das Geschmacksbild des Schilchers enorm verändert. Es ist ein fruchtiger, frischer Roséwein geworden. Und was man natürlich auch dazu sagen muss, der war wahrscheinlich nur seinem süßen Messwein gewohnt und der war die wirkliche weststeirische Fruchtbombe Schilcher nicht gewöhnt. Die meisten Weingärten in der Region stehen auf Gneis- und Schieferböden, welche mit zum unverkennbaren Geschmack beitragen. Die blaue Wildbacher Rebe reift spät. Gelesen wird er Mitte bis Ende Oktober. Die Trauben brauchen warme, luftige Lagen, da sie fäulnisanfällig sind. Das erfordert von den Winzern viel Fingerspitzengefühl. Also heuer haben wir es recht gut erwischt. Nachdem ja das Vorjahr etwas kühler war und etwas feuchter war im Herbst, haben wir versucht, mehr Laubmasse zu lassen, weil wir uns erhofft haben, dass wir mehr Sonne erwischen. Wir haben dann sehr heiße Zeit gehabt, Ende August. Und da war es ganz wichtig, dass man ein gutes Laubwandmanagement gehabt hat, dass die Trauben sehr gut beschattet waren, um einfach einen Sonnenbrand zu vermeiden. Auch Trauben, die rein in der Sonne hängen, kriegen einen Sonnenbrand und sind dann von der Weinqualität her nicht sehr optimal. Und wir haben die Belaubung ein bisschen dichter lassen, haben es erst relativ spät dann aufgemacht und das haben wir heuer irrsinnig gut erwischt. Durch den Klimawandel sind wir eigentlich das bevorzugte Weinbaugebiet in der Steiermark im Moment. Wir liegen an den Ausläufern der Choralpen. Wir haben in der Nacht relativ kühle Vollwinde, am Tag ist noch relativ warm. Das heißt, wir haben eine sehr schöne Fruchtausprägung. Und wir liegen auch von der Seehöhe auf 500 bis 600 Meter mit den Weingärten. Und das ist eigentlich sehr, sehr positiv für den frischfruchtigen Weintyp, den wir in der Steiermark erzeugen wollen. Und das stimmt mir sehr, sehr positiv, dass wir wirklich mitten im Herzen des Steirerlandes momentan sicher die besten Voraussetzungen haben, um fruchtige, klassische Weine zu erzeugen. Dank modernster Weingarten- und Kellertechnik hat man den einstmals knochentrockenen und säurebetonten Rohling inzwischen in den Griff bekommen. Also das Typische beim Schilcher ist ganz einfach, dass man eine sehr schöne Säurestruktur hat, die auch von einem schönen Extrakt gepuffert ist. Das heißt, es ist einfach ein elegant, frisch-fruchtiger Roséwein. Vom Duft her gehen wir von schwarze Riewiesel, Holunder bis hinauf zu Erdbeertönen in der Nase, wenn man sehr reifes Material hat, so wie heuer in diesem Jahr. Und das ist einfach einer der weltbesten Roséweine, sage ich immer wieder. Wir machen draus super schöne Winzersekte, Schilchersekte, gleichgepressten. Wir machen aus den Trestern dann einen guten Schilcher-Tresterbrand, also eine universelle Rebsorte, die einfach alle Stickeln spült. Langsam neigt sich das Weinjahr zu Ende. Schwere Nebel ziehen durch das Schilcherland. Im Winter sorgt die nahe Choralpe für reichlich Schnee und so beginnt das letzte große Fest im steirischen Weinkalender. Durch Christus, unseren Herrn. Der Jahresausklang wird nach einem mittelalterlichen Weinbrauch würdevoll bei den Emmaus-Winzern in Wernersdorf zelebriert. Am Hanseltag wird der neue Jahrgang in vielen Pfarrkirchen der Weinbaugemeinden gesegnet. Eine Flasche des gesegneten Weines wird nach alter Tradition von den Winzern in die Fässer und Tanks zurückgeleert, um den Wein vor Wetterunbill und anderen Schäden im Weinkeller zu schützen. Dieser Brauch geht nach einer uralten Sage auf den heiligen Apostel Johannes zurück, der durch die Segnung sogar vergifteten Wein überlebt hat. Nach der Weinsegnung trifft man sich auf den verschiedenen Höfen zur Verkostung des neuen Jahrgangs, wo die Gäste neben dem Schilcher mit kulinarischen Genüssen aus der Region versorgt werden, um das alte Weinjahr zu verabschieden und ein neues Weinjahr zu begrüßen.